Es gibt ziemlich heftige News zu Bethesda. Ganze 4 Studios werden von Microsoft bzw. Xbox geschlossen. Und gleich zu Beginn möchte ich mich etwas entschuldigen für die Verwirrung. Gemeint sind damit nicht die Bethesda Game Studios, sondern der Publisher Bethesda. Und zu denen gehört ja zum Beispiel auch die Arkane Studios und eine Reihe von anderen Studios. Die Bethesda Game Studios, also die Macher von Starfield, von Skyrim, Fallout 4, Fallout 76 und so weiter, sind davon nicht betroffen. Aber doch ganz schon viele Studios und ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich darüber ein bisschen entsetzt bin. Doch was ist überhaupt passiert? Lasst uns das Ganze mal im Detail anschauen und dazu wechseln wir mal ganz kurz hier auf meinem Bildschirm rüber, damit wir das Ganze besser sehen können. Und zwar, Xbox Dynasty schreibt dazu folgendes, 4 Bethesda Studios werden geschlossen. Und zwar sind davon betroffen Arkane Austin, Tango Gameworks und noch weitere Xbox Game Studios, die eher weniger bekannt sind. Und das sind schon ganz schon große Marken, ganz schon wichtige Unternehmen. Und interessanterweise wurde eine interne E-Mail geleakt. Und diese E-Mail wollen wir uns auch mal ein bisschen näher anschauen. Heute möchte ich euch über die Änderungen informieren, die wir in unseren Bethesda und ZeniMax Teams vornehmen werden. Diese Änderungen beruhen darauf, dass wir den Schwerpunkt auf wirkungsvolle Titel legen und weiter in Bethesda-Portfolio von Blockbuster-Spielen und geliebten Welten investieren, die über viele Jahrzehnte gepflegt haben. Das sind offensichtlich natürlich die Blockbuster-Spiele von den Bethesda Game Studios, das sind die größten Spiele von ZeniMax, mit die es gibt. Weiter heißt es, um dieses Franchise zu verdoppeln und in den Aufbau neuer Franchises zu investieren, müssen wir das gesamte Unternehmen betrachten, um die Chancen zu identifizieren, die am besten für den Erfolg positioniert sind. Diese Neupriorisierung von Titeln und Ressourcen bedeutet, dass einige Teams anderen zugewiesen werden und dass einige unserer Kolleginnen uns verlassen werden. Bereits im letzten Jahr gab es ja massive Schließungen von Studios. Das Ganze ist also hier nicht das erste Mal und auch nicht das erste Mal, dass das ehrlicherweise Microsoft und auch die Xbox Studios tun. Und nun trifft es also Bethesda direkt. Und was viele Leute nicht wissen, der Mutterkonzern von Bethesda ist ZeniMax. Und dazu gehören auch die ZeniMax Studios, die sind unter anderem beteiligt an The Elder Scrolls Online. Das heißt, indirekt bewirkt sich das Ganze selbstverständlich auch auf die Bethesda Game Studios aus. Hier wird das komplette Mutterunternehmen quasi umstrukturiert von Microsoft und von Xbox. Und das ist schon ein ziemlich heftiges Brett. Aber lasst uns mal weiter reinschauen, was da noch so drin steht in dieser internen Mail, weil das ist schon ein sehr recht spannender Einblick, wie ich finde, in die Struktur von dem Unternehmen. Arkane Austin. Dieses Studio wird geschlossen, wobei einige Mitarbeiter des Teams zu anderen Studios wechseln, um an Projekten innerhalb von Bethesda zu arbeiten. Arkane Austin hat in der Vergangenheit beeindruckende und innovative Spiele entwickelt, ein Stammbaum, auf den jeder stolz sein sollte. Das letzte Update von Redfall wird das letzte sein, da wir die Entwicklung des Spiels beenden. Ja, wir erinnern uns an die Entwicklung von Redfall. Redfall war ein absolutes Desaster zum Launch. Ich weiß ehrlicherweise nicht, woran es gelegen hat. Es gibt interne Gerüchte quasi, dass das schon wirklich an den Studios selbst lag. Andere geben natürlich hier wiederum Microsoft und Xbox die Schuld, dass sie das Spiel zu schnell pushen wollten. So ein bisschen das widersprüchlich. Wir wissen nicht genau, was da in der Entwicklung fehlgelaufen ist. Es kann natürlich durchaus auch die Schuld des Studios sein, dass das Spiel einfach nicht gut geworden ist. Aber ein riesengroßes Problem in meinen Augen ist, dass das Spiel performance-technisch einfach nicht gut war und versprochen worden ist, es weiter zu updaten. Und nun sagt man hier, hey, wir bringen das letzte Update raus. Das war's, aber es wird noch ein Stück weit heftiger. Denn weiter heißt es, das Spiel und seine Server werden für die Spieler weiterhin online bleiben und wir werden den Spielern, die den Helden-DLC gekauft haben, ein Wiedergutmachungsangebot machen. Real Talk, das ist wirklich der Gipfel der Unverschämtheit. Als Vorbesteller-Boni gab es so ein Helden-DLC, was bis heute nicht geliefert worden ist von Xbox bzw. hier von den Arkane Studios. Und die Leute warten bis heute darauf, dass dieses DLC kommt, für was sie Geld ausgegeben haben, was sie bezahlt haben. Und nun heißt es, hey, das wird erst gar nicht kommen, wir werden dieses Helden-DLC nicht machen. Die kriegen dann halt irgendein Wiedergutmachungsangebot. Und ich finde das ehrlicherweise ziemlich dreist. Erst sagt man, man möchte auf jeden Fall weiter Redfall unterstützen. Und jetzt zieht man halt dann doch den Stecker, wenn es nicht gut gelaufen ist. Das ist ein ziemlich heftiger Move, wie wir ihn zuletzt von EA oder Activision Blizzard gesehen haben. Und ich bin ehrlicherweise entsetzt, dass das überhaupt
überhaupt jetzt gerade die Strategie ist von Microsoft und von Xbox. Man hat sich ja so inszeniert als der krasse Macker. Von vielen Leuten wurde das auch irgendwie gefeiert. Oh, Microsoft rettet jetzt Bethesda und ZeniMax. Und wir sehen eigentlich, dass es hier nur um die eigenen Interessen geht, um den eigenen Profit. Und die Leute, die dort arbeiten, das ist diesem Unternehmen komplett scheißegal. Doch nicht nur Arkane Austin wird geschlossen, sondern auch Alpha Dog Studios. Auch dieses Studio wird geschlossen. Wir schätzen die Kreativität des Teams, Doom für neue Spieler zugänglich zu machen. Doom, die haben mit an Doom halt gearbeitet im Remake. Und dieses Studio wird einfach geschlossen. Einer der erfolgreichsten Spiele überhaupt. Das ist unfassbar eigentlich. Mighty Doom wird am 7. August eingestellt und wir werden den Spielern die Möglichkeit nehmen, Käufe im Spiel zu tätigen. Also es gibt keine Mikrotransaktion dann mehr. Und jetzt kommt in meinen Augen ein noch krasseres Brett. Wir haben hier ein paar Studios gerade gehört, die recht bekannt waren, die sich bereits einen Namen gemacht haben. Aber es gibt auch ein Studio aus dem letzten Jahr, was vielen Leuten im Gedächtnis geblieben ist und was ebenfalls geschlossen wird. Nämlich Tango Gameworks. Tango Gameworks wird ebenfalls geschlossen. Wir sind dankbar für ihre Beiträge zu Bethesda und den Spielen auf der ganzen Welt. Hi-Fi Rush wird den Spielern weiterhin auf den derzeitigen Plattformen zur Verfügung stehen. Und Hi-Fi Rush war ein unglaublich großer Erfolg. Einfach ein Spiel, womit keiner gerechnet hätte, dass das überhaupt jemanden interessieren würde, aufgrund seiner Art und Weise, wie das Spiel halt gemacht ist. Und das Studio dahinter wird einfach ebenfalls geschlossen. Aber damit hört das Ganze nicht auf, es geht hier noch weiter. Roundhouse Games. Das Team von Roundhouse Games wird sich den ZeniMax Online Studios ZOS anschließen. Roundhouse hat bei vielen unserer jüngsten Spielereinführungen eine Schlüsselrolle gespielt. Wenn wir sie zu ZOS holen, um an The Elder Scrolls Online zu arbeiten, bedeutet das, dass wir noch mehr tun können, um die Welt zu vergrößern, die Millionen von Spielern ihr Zuhause nennen. Es ist allgemein bekannt, dass ich ja viele Videos zu The Elder Scrolls mache, auf meinem Kanal Amemos, aber halt auch zu Starfield auf StarMemos. Und ich bin ein großer Fan von The Elder Scrolls Online und auch relativ gut gestellt mit den ZeniMax Studios. Ich war ja erst letztens in Amsterdam und durfte die neue Erweiterung anspielen. Ich finde es trotzdem krass, dass hier einfach dieses Studio zusammengelegt wird. Ich finde es besser, als wenn die Leute komplett entlassen werden. Wobei für mich hier durchaus offen ist, ob nicht doch vielleicht ein paar Leute auch gefeuert werden von diesem Studio. Doch das Ganze ist schon ziemlich krass. Also wenn neue Leute in Teams dazu kommen, bedeutet das auch, dass das bestehende Team ausgebremst wird, weil die neuen Leute müssen eingewiesen werden in die Arbeitsabläufe. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich selbst habe das Ganze mal miterlebt, dass solche Teams zusammengelegt worden sind. Ich habe bei Delivery Hero gearbeitet vor vielen Jahren. Die Marken Lieferheld und Pizza.de haben dazu gehört und dann hat das ganze Takeaway Lieferando übernommen und alles wurde zusammengemerged. Es war ein Riesenchaos. So welche Zusammenlegungen sind alles andere als leicht und wir reden davon, dass das Spiel The Elder Scrolls Online nach wie vor betrieben wird, ein Online-Spiel ist, regelmäßig Updates bekommt und definitiv wird das in irgendeiner Art und Weise auch Auswirkungen haben. Hoffentlich für uns Spieler dann positive, aber ich finde es schon ganz schön krass, was hier eigentlich getan wird, dass hier so random quasi diese Studios zusammengelegt werden. Im Zuge der Konsolidierung unserer Bethesda Studio-Teams, die es uns ermöglicht, stärker in unser Spielportfolio und neue IPs zu investieren, werden auch einige wenige Stellen in ausgewählten Bethesda Publishing- und Unternehmensteams gestrichen. Und das ist eine ziemlich große Sache, ehrlicherweise. Und um das Ganze mal zu übersetzen, Bethesda hat in den einzelnen Ländern Büros, beziehungsweise in Deutschland ist es sogar eine GmbH, wo die Leute dafür verantwortlich sind, quasi die Spiele zu bewerben, das Marketing machen, mit uns Content-Creatern connecten und uns einladen. Und bereits vor einigen Wochen, beziehungsweise rund vor einem Monat, hat Bethesda, beziehungsweise nicht Bethesda, sondern Xbox und Microsoft, ein Zweig von Bethesda geschlossen und den schauen wir uns mal ganz kurz an, den Artikel dazu. Und zwar Bethesda, eine Niederlassung in Europa geschlossen, Berichte über Entlassung. Konkreter gesagt wurde quasi Bethesda Frankreich, wie gesagt, die machen vor allen Dingen Marketingkram, sind für die Influencer da, organisieren verschiedenste Veranstaltungen und sowas, die wurden einmal komplett entlassen. Und jetzt werden gleich ganze Studios, also wirklich Entwickler auch auf die Straße gesetzt. Und wenn wir uns jetzt hier diesen Part einfach mal ein bisschen anschauen, klingt das so, als ob man hier noch nicht fertig wäre. Es könnte zum Beispiel auch Bethesda Deutschland davon betroffen sein. Und das ist schon ziemlich erschreckend auf jeden Fall, was hier gerade passiert. Weiter heißt es, diejenigen, deren Stellen davon betroffen sind, werden heute benachrichtigt und wir bitten euch, eure ausscheidenden Kollegen mit Respekt und Mitgefühl zu behandeln. Zum Schluss heißt es dann noch in der internen Mail,
Bethesda bleibt einer der wichtigsten Säulen von Xbox mit einem starken Portfolio an großartigen Spielen und florierenden Communities. Wenn wir in die Zukunft blicken, haben wir eine beeindruckende Reihe von Spielen am Horizont. Allein im Jahr 2024 haben wir Starfield, Shattered Space, Fallout 76, Skyline Valley, Indiana Jones und The Great Circle und The Elder Scrolls Online Gold Road. Unsere Teams von Arcane Lion, Bethesda Game Studios, ID Software, Machine Games, ZeniMax Online Studios und die Bethesda Publishing und Unternehmensteams sind gut aufgestellt, um neue IPs zu entwickeln, neue Spielkonzepte zu erforschen und unsere bestehenden Franchises zu erweitern, wenn wir unsere Pläne und Ressourcen aufeinander abstimmen, um in dieser komplexen und sich verändernden Branche erfolgreich zu sein. Matt. Das Ganze war, wie gesagt, eine interne Mail und die Reaktionen im Netz fallen äußerst toxisch und negativ aus. Und in meinen Augen auch absolut zu Recht, denn die Reaktion ist absolut provoziert. Wie gesagt, man hat sich hingestellt und so getan, oh, wir sind jetzt hier die Retter, wir übernehmen jetzt hier mal irgendwie Bethesda und regeln das Ganze. Und jetzt gibt es diese Massenentlastung, 4 Studios sind einfach komplett gekillt worden und ja, es ist wirklich brutal. IGN schreibt dazu folgendes: Microsoft, G Studios, Dishonored und Hi-Fi Rush Macher betroffen. Kreative Macher vor dem Aus. PC Games Hardware spricht von einem Massaker bei Bethesda. Microsoft schließt 4 Studios. Gut, ein Massaker ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ziemlich Clickbait-lastig hier, ehrlicherweise. Aber ja, es ist schon eine ziemlich krasse Sache, wenn man ehrlich ist. Aber nicht nur das, es gibt auch eine direkte Reaktion von einem der Studio-Director. Und das möchte ich euch auch noch zeigen, weil es ziemlich interessant ist. Und zwar von Dinga Bakaba. Das ist der Creative Director von Arcane Lion. Und er schreibt folgendes, ich übersetze das hier mal mit DeepL ins Deutsche: Das ist absolut schrecklich, erlaubt es menschlich zu sein, für alle Führungskräfte, die dies lesen, eine freundliche Erinnerung daran, dass Videospiele eine Unterhaltungskulturindustrie sind und dass es ihre Aufgabe als Unternehmen ist, sich um ihre Künstler und Unterhalter zu kümmern und ihnen dabei zu helfen, einen Mehrwert für sie zu schaffen. Weiter schreibt er: Verwickeln Sie uns nicht in Goldfieber-Gambits, benutzen Sie uns nicht als Strohmann für Fehlkalkulationen, blinde Flecken, machen Sie unsere Arbeitsumgebung nicht zum darwinistischen Dschungel. Sie sagen, wir machen Sie stolz, wenn wir ein gutes Spiel machen, machen Sie uns stolz, wenn die Zeiten hart sind. Wir wissen, dass ihr das könnt, wir haben es schon gesehen. Im Moment gehen wieder große Teams vor unseren Augen unter und das ist ein verdammter Schlag ins Gesicht. Lion ist sicher, aber bitte seien Sie bei all dem taktvollen kritisch und respektieren Sie die Stimme der Betroffenen und lassen Sie ihren Raum, um gehört zu werden, denn sie haben ihre Geschichte zu erzählen und ihre Gefühle auszudrücken. Bitte lasst uns über die wirklichen Herausforderungen sprechen, anstatt die irrationalen Ängste der Vergangenheit wieder aufzuwärmen. Ja, also ich persönlich habe es ja gerade schon durchklingen lassen, finde das Ganze ziemlich krass. Lasst mir gerne mal in den Kommentaren da, was ihr darüber denkt. Das ist definitiv schon ein ganz schön krasses Erdbeben. In den letzten Monaten gab es sehr, sehr viele Studios, die geschlossen sind. Offensichtlich spielen nicht mehr ganz so viele Menschen vielleicht Games wegen der Corona-Pandemie, wo es ja so einen Anstieg gab und dieser Anstieg konnte halt nicht gehalten werden. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, es könnte natürlich auch andere Faktoren haben, aber ich finde es schon ziemlich heftig. Wir reden da von vielen Menschen, die dort halt arbeiten, diese Spiele zum Leben erwecken und hier wieder mal von einem großen Unternehmen einfach auf die Straße gesetzt werden, weil halt irgendwie was fehlkalkuliert worden ist. Und es ist einfach erschreckend, dass das passiert. So viel von mir, ich bin raus, bis dann. Euer Amimus, Damimus, Babimus, nennt mich, wie ihr wollt.